Liebe Kundinnen und Kunden, herzlich willkommen bei Möbelmaler TV. Mein Name ist Michael Mahler und ich darf Ihnen heute das neue Einrichtungszentrum von Möbelmaler in Neu-Ulm präsentieren. Wir sind hier live an der Baustelle in Neu-Ulm und im Hintergrund sehen Sie, wie unser neues Einrichtungshaus wächst und gedeiht. Unser neuer Standort hier in Neu-Ulm liegt circa 15 Minuten zu Fuß und 5 Minuten mit dem Auto von der Ulmer Innenstadt entfernt. Hier im Hintergrund können Sie das berühmte Ulmer Münster sehen. Wir werden an diesem Standort ca. 400 Arbeitsplätze schaffen, die alle hier aus der Region kommen. Sie sehen im Hintergrund auch gerade live, wie die Fassade angebracht wird. Das Gebäude, die gesamte Eingangssituation wird voll verglast und im Moment bringt der Fassadenbauer mit 2 Teams live die Fassadenrahmungen an. Auf einer Seite sind schon ein paar Glaselemente zu sehen und in ein paar Wochen ist dann die komplette Glasfassade fertig. Wir befinden uns hier im 5. Obergeschoss auf der Spindel mit Blick in den neuen Innenhof. Man muss hier schon so ein bisschen schwindelfrei sein, wenn man hier nach unten blickt. Hier unten wird dann die Boutiqueware stehen und der Eingang zum Trends to Go, unserem jungen, trendigen Wohnen. Hier im 4. Obergeschoss in der Küchenabteilung stehen bereits die ersten Küchen. Sehen Sie hinter mir, diese elegante rote Küche. Insgesamt werden es dann 500 Küchen an diesem Standort sein. Das heißt, es werden noch sehr, sehr viele weitere Folgen über die nächsten Wochen. Wir befinden uns jetzt hier im Untergeschoss in der Abteilung Junges Wohnen. Hier im Hintergrund sehen Sie die fertigen Stellwände. Nächste Woche kommen dann auch die Möbel. Ja, liebe Kundinnen und Kunden, aus dieser Abteilung hier möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in unser neues Einrichtungszentrum in Ulm geben. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich Sie dann im August zur Eröffnung alle begrüßen dürfte. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut.